Ah. So, Aufnahme gestartet. Welches Level und welche Schwierigkeit? So, ich habe meine das Aufnahme erste Level. Gestartet. Normal. Erstes Level. Ja. Mittel. Okay. Wir können Mittel spielen. Ja. Ja. Gut. Los geht's. Zeit für den Krieg. Wir werden es den ganzen Goblins und was da so kommt zeigen. Ethereum. Cutscene. Ja. Ich überlege die. Okay. Anwender. Tiefe Schacht. Der tiefe Schacht. Der sehr tiefe Schacht. Der sehr tief ist. Ich habe noch nie einen so tiefen Schacht gesehen. Also macht ihr Blockaden? Ja, Bau die Türme auf. Hey, ich habe einen Levelaufstieg gefunden. Jetzt schon. Ja, das ist das Level 1 Aufstieg. Das ist nichts. Ja. Ich denke, ich spezialisiere mich auf Türme. Okay. Ich mach die Türme hoch. Ich mach mal gleich eine Blockade hier. Bei dieser Treppe hier vorne. Ja, mach, da setze ich eine Falle davor. So eine Aura. Okay. Zack. Ja, der Mensch kann Auren aufstellen. Ich finde sie nicht so toll, also, naja. Na, die sind, recht nützlich, aber nicht gerade so toll. Die sind alleine nicht besonders gut. Aber als Zuhilfe sind die sehr vorteilhaft. Genau, Blockade und Aura sind gut. Aber Aura alleine ist scheiße. Vor allen Dingen gefällt mir diese Verwirrungsaura, wo sich die Gegner gegenseitig angreifen. So, ich habe keinen Mana mehr, um irgendwas zu bauen. Ich auch nicht. Ich habe alles, was du brauchst. Die eine Treppe müsst du dann so beschützen dann. Boah, das dürfte kein Problem sein. Ja. Mein zwei Nahkämpfer und ein Magier passt schon. Jo. Das kriegen wir hin, denke ich mal. Kriegphase. Meine Spamphase. Spam. Und Kopf. Kaputt. Und schon der ersten Tod. Stirb, Bogenschütze, stirb. Alles hier rauf. Ich mach ein bisschen leiser, das ist bei mir ziemlich laut krass. So. Ich hab meine Lautstärke nochmal runtergestellt. Aus dem Grund, weil es so laut war. Nee, ich hab einfach nur mein Headset gerade ziemlich laut angestellt gehabt. Ach so. Im Spiel müsste es eigentlich gehen. Ich mach's auf die Kette gleich noch ein bisschen leiser. Hier im Trendynet irgendwie war meine Einstellung zugestellt. Echt? Ja. Das sind aber auf einmal. Auch wieder auf Standard. So. Oh yeah, level up. Optiones. Hier liegt ein Schwert. Steuerung, Stimme, hier. Allgemein. Hier liegt ein knappes Schwert. Ja, gucke ich mir gleich ein. So. Noch ein bisschen. Handschuhe. So. Einigen wir uns darauf, dass wir nur Items einsammeln, die wir brauchen. Ja. Weil die anderen werden ja automatisch verkauft. Ja. Ausrüsten. So. Die grünen Items würde ich einfach mal nehmen. Genau. Und die anderen lassen wir liegen. Den kommt hier auch noch. Machst du hier, genau. Und ich setz gleich eine Aura ein. Das ist gut. Zack. So, ich bereite schon mal für oben vor. Ja, ich mach mit. Ich hab schon genug für eine weitere Aura. Ja, ich auch. Da unten liegt hier auch noch ein bisschen was rum. So. Zack. Hab recht. Hin damit. Und dahinter noch ein Turm. Das ist natürlich sehr effektiv. Liegt noch irgendwo Mana? Oh, scheiße, Till. Director's Cut Edition. Ja. Was denkt sich mein Telefon? Geht es gerade einfach nur an? Hey, Telefon, ich denk mir, es wird eine Director's Cut Edition. Okay. Also meine Türme stehen. Also ja, ich kann auch nichts mehr machen. Ich habe nur noch 10 Mana. Wir machen noch nicht so viel, noch ein bisschen wenig Schaden, aber spätestens dann bin ich die. Die Magier-Türme sind noch gut. Die blauen. Ja. Die gehen anfangs noch ganz gut. Ja. Aber später die Feuerball-Türme werden besser. Ja, ich freue mich schon, wenn ich die Harpune bekomme. Als Knappe kannst du dich auf den Klingenturm freuen, der ist toll. Oh ja. Oh, der Drehblockade, damit habe ich ein Level Solo gemacht auf Wahnsinn. Einfach geil. Die Drehblockade ist der beste Turm im Spiel, würde ich mal sagen. Am besten für ein späteres Level sogar auch noch. Ja, also mit der Drehblockade kannst du das alles alleine machen.
Vielleicht wird es ein paar Updates noch runtergeschraubt, weiß man ja nicht. Ja. Auf jeden Fall ein geiler Tropfenspiel. Stab. Ich hab einen Stab. Ich hab voll Glück gehabt mit meinem anderen Retter. Ich hatte, ich bin aus Versehen in ein Spiel reingegangen, wo lauter Hochleveler waren. Und da habe ich ein verdammt starkes Schwert bekommen. Jetzt mach ich schon die meisten. Also die normalen kleinen Gegner mache ich alle One-Hit. Hier ist ein Magierstab. Magierstab, me once. So. Wo liegt das? Ah, da ist das. Hier. Blockade zum anderen. Hm. Wie macht man dieses Anzeigen? C. Okay. Hm. Gut, eine scheiß Waffe ab. Rein da. Slow Motion. Da brauchen wir noch eine Aura. Und Orks kommen. Och, die sind nicht schwer. Nö. Eigentlich dürfte, wenn da oben noch eine Aura ist, dann dürfte es auch reichen. Ja. Aber schon. Also. Gift-Aura hier erstmal. So, ich mach mal hier noch. Das ist eigentlich nur Slow-Aura. Also ich hab's im Singleplayer mal kurz getestet. Die hat Damage gemacht. Ja, die Gift-Aura macht Damage. Das ist eigentlich nur eine Fangfalle. Okay, da hinten liegt noch Mana, weil dann kann ich noch eine weitere. Mir ist es egal, was es ist, Hauptsache es macht Schaden. Blitzauro, es macht Schaden. So, die macht gut Schaden. Ich glaube, das reicht jetzt von meiner Defense, oder? Ja, ich pack an die andere Treppe noch eben eine Abprallblockade hin, einfach weil ich das Mana dafür gerade habe. Und ja, dann. Ich kann jetzt noch Blockaden bauen. Fangfalle. Ich kann jetzt diese kleinen Viecher hier bauen. Ich stehe im Weg. So. Die kommen doch hier gar nicht durch. Wenn sie überhaupt hier durchkommen. Ja, einfach nur zur Sicherheit. Ich hatte noch ein bisschen Mana übrig. Ach, jetzt mal ganz ehrlich, schaut euch diese beschissenen Fireballs an. Aber Mensch, streut's, wa? Hey, Gegner. Könnten ruhig mehr Gegner kommen. Auf sie mit Gebrüll. So um die 200.000. Ja. Stirb. Ich aber auch noch ein bisschen wenig. Stirb durch meine langsam Fireballs der Welt. Ich bin ja mal gespannt, wie wir uns im zweiten Level schlagen, wenn der Ork kommt. Ach, ganz gut bestimmt. Das ist ein Ogre. Meine ich doch, Entschuldigung. Das hier ist alles auch gleich. Stimmt nicht. Das eine Größe und das hier hat eine. Das sind alle hässlich. Ich geb dir hässlich. Ich sind alle Gegner. Hier ist au, hier ist Zauberstab. Nein, das ist falsch. Ich meine Feuerbälle nicht so langsam. Was ist hier? Schuhe. Ach, die hätte ich auch gleich ausrüsten können. Hä? Direkt nicht. Oben alles in Ordnung, oben alles in Ordnung. Sehr schön. So. Oh, ich hab Level Up. Warum bin ich Level Up? War schon schneller Level Up. Ich hatte eben auch ein Level Up, so ich mach mehr Schaden und ich will schneller sein. Ich repariere so, mal ein bisschen. Weil der Wirkungsbereich auch vergrößert. Der Ritter ist mir entschieden zu langsam. Echt? Normal. So, Also ich hoffe, ich verkaufe es nichts von euch. So, das wollte ich verkaufen. Gut. Ist immer ein bisschen schwer bei den Auras, die zu verkaufen. Ja, ich finde, es sollte da irgendwie so eine, in der Bauphase so eine Abfrage geben, irgendwie, wenn jemand versucht, was von einem anderen zu verkaufen. So, der und der will deinen Turm verkaufen. Ist das in Ordnung? Ja, weil ich habe schon öfters das miterlebt im Multiplayer, dass die einfach so meine Türme verkauft haben. Ja. Dass die ihre platzieren können. Hey, hier liegt ein gutes Schwert. Für einen Knappen. Hey, wo? Ich komme. Ich bin unterwegs. Das hat sogar 22 Schaden hat das Ding. Okay. Ich tu meine Fallen. Braden. Ja, das ist gut. Ausrüsten. Hier ist ein Speer für mich. Gut. Und jetzt haben wir hier drinne. Nur Mana. Mehr Elektrofallen. Ich weiß gar nicht, wo ich mit meinem ganzen Mana hin soll. Mir geben. Ich setz tu gerade meine ganzen Fallen austauschen. Okay, wo bist du denn jetzt gerade? Hier oben. Aha. Hey, so. Dann verstaue ich einfach das ganze Mana. Was übrig ist. Wie genau ging das? 50. Gib mir, wie ging das? Held. Mausrad, Held, Heldeninformation, Mana verwerfen. Mana verwerfen. Ja. 50 bräuchte ich. Heldeninformation, genau.
Mana verwerfen. Oder man geht einfach zur Schmiede und kann auch da sein Mana verstauen. Ja, das geht auch. Sich, Mensch. So, kriegst du jetzt 56. Ich will nicht mehr rum, ich will nicht mehr rumklicken. Ja, ich muss sich ja auch nur noch eine upgraden. Also, was austauschen. Ich schau mal, die Elektrofallen. Ah, geht. Ja, ich bin schon mal fertig. Ich sag, ich bin fertig. Und kurz noch das da abgeben und dann bin ich auch fertig. Zack. So. Genau, 1044 Mana. 1044 schon? So. Insgesamt. In meiner Bank. Ich hab 12.585. Keine Ahnung, wie ich so viel bekomme. Ich hab 35. Der Beste hier in diesem Level hat 10 Millionen Punkte bekommen. Noch Waffe austauschen und alle Items verkaufen. Zeit, irgendwas. Zeit, ja, zwei. Lernstufe 70. Ja. 3 Minuten, 54 Sekunden. 45 Sekunden, Entschuldigung. So, jetzt können wir losgehen. Meine Türme haben schon noch eine gute Stärke bekommen. So. Wie Schaden macht die jetzt eigentlich? 97. Gut. Das ist sehr gut. Viel Schaden ist gut. Ja. Mehr Schaden heißt mehr Schaden, ne? Heißt das nicht mehr Raketen heißt mehr Raketen heißt mehr Raketen? Ja, aber Raketen ist hier nicht. Jo. Doch. Ich schieße von hier oben aus. Hallo. Ach, das ist heute. Ich will nicht sterben, ich verpiss mich mal hier. Selbstheilung. Weißt du, bis hier, ich mach mir es voll einfach. Ja, Vorteil als Fernkämpfer. Ja. Und hier ist eigentlich auch ein Fernkämpfer. Hier liegt Magierstahl. Mönch kann auch Fernkämpfer machen. Oha, lass mich mal in Ruhe, Mann. Hier liegt ein Schwert. Und eine Axt. Ich bin ganz rot, heilen zu müssen. Ah, die Axt nehme ich. Das ist für mich. Meine Stachelblockade ist Schrott. Nein. Ach, das ist die da oben. Hier ist ein Schwert. Verrecke, gib mir das. Verrecke. So, wo ist das Schwert? Da hinten. Okay. Gewonnen! Final Wave. Nee, das Schwert nehme ich nicht. Hey, Finale Wave. Wirkungsbereich erhöhen. Ich denke mal. Oh, ich kann jetzt unsere Sachen upgraden. Das ist gut. Was grade ich am besten ab? Ich glaube, ich kann auch schon upgraden. Ja, ich kann auch upgraden. Hier muss eine Blockade hin. Ich bin unterwegs. Ich habe nur eben mal da hinten alles so ein bisschen repariert, was irgendwie Schaden hatte. Was ist das denn hier? Ah, kann ich nicht gebrauchen. So. Blockade grade ich dann sofort ab. Mal meine Fallen ab. Kurz, kann ich nicht schon? Ja. Sehr schön. Links, genau das da. Upgraden muss ich. So, und ich repariere mal das Zeug, was hier oben steht. Oh, hier liegt auch noch ein Schwert. Das schlechte Schwert ist auch schlecht. So, reparieren. Gut, dass ich meine Sachen bis jetzt noch nicht reparieren muss. Erst später, wenn die Explosionstypen kommen. Hier liegt außerdem noch ein Schwert. Ja, das Schwert habe ich mir angeguckt. Das ist blöd. Nimm's trotzdem. Jetzt kannst du verkaufen. Lass es einfach liegen, dass alle Items, die da liegen, die noch liegen bleiben, werden selber automatisch verkauft und der Gewinn wird auf das Team aufgeteilt. Ah, das wusste ich jetzt noch nicht. Das wurde bisher immer verkauft. So. Oh, da hinten sind noch zwei reparierbare Blockaden. Weiß nicht, wie viel Schaden. Ja, einen großen Wirkungsrat ist haben die zwar nicht, aber das geht sich noch. Wie war's denn? Deine Türme. Ja, ich gehe mal auf Wirkungsradius, Angriffrate und die ganzen Schaden für die Türme. Ich glaube, ich entferne mal die eine Stachelblockade hier. Und pack deine Abrollblockade hin. Was verkaufe ich? Stachelblockade. Gut. Das ist die letzte Wanne! So, und Abrollblockade. Abrollblockade. Hinstellen. So. Das dürfte aber kein Problem sein.